Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zurück zur Formel 1 mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit. Es geht in die Saison 2017. Und zwar nach Baku. Und wir schauen mal, wie es hier läuft. Die ersten zwei Kurven waren schon mal nicht so souverän. Ist auf jeden Fall auch eine riesen Umstellung wieder von der F1 23 zurück, aber ein guter Dinge, dass wir hier doch ein bisschen was rauskitzeln noch aus dem Auto und auf dem Rest der Runde noch ein wenig nach vorne kommen. Ja, bis jetzt haben wir die Saison ganz gut bestritten, sind glaube ich auf P1 in der Meisterschaft. Jetzt gilt es natürlich nochmal hier Führung zu verteidigen. Lewis Hamilton Lewis Hamilton, der wird hier wahrscheinlich die Pole holen. Den werden wir nicht erreichen. Gerade jetzt auch mit dem Flügelschaden nicht. Aber das Auto verhält sich noch relativ human. Ist halt noch ein Ferrari, ne? Wo hat es denn angefangen, dass der Flügelschaden richtig schlimm wurde? Ich glaube, hier war es noch nicht so schlimm. Also, solange ich nicht in der letzten Startreihe stehe, ist alles in Ordnung. P13, P12 ist voll gut. Ja, das kann man. Da kann man doch was mit anfangen, finde ich. Vielleicht geht es nochmal auf P11. Nope. Ja, selbst Sepp hat ungefähr eine halbe Sekunde Rückstand. Also, die Mercedes sind hier sehr, sehr stark unterwegs. Auch die Force India, die haben quasi die Red Bull im Direktvergleich besiegt. Ja, und wir haben 31 Punkte Vorsprung in der Meisterschaft. Also Stand jetzt ist alles auch relativ entspannt. Aber natürlich möchte man diesen Vorsprung auch halten. Und Lewis Hamilton, das ist das Positive, ist ja wenigstens der schlechter platzierte Mercedes in der Meisterschaft. Insofern ist okay, dass er hier die Pole holt. Gönne ich ihm. In Sachen Performance geht's wie immer in F1 2017 relativ langsam voran. Red Bull hat einen Schritt auf uns zugemacht und auch Renault macht noch ein Upgrade hier in Baku fertig. Und ich finde es eigentlich sehr, sehr gut, dass das schön, leger, entspannt nach vorne geht. Und wir könnten eigentlich etwas beim Chassis verändern. Wäre eigentlich ein ganz guter Plan, finde ich. Machen wir doch mal. Gewichtsreduktion ist für Silverstone fertig und dann kommen wir einen Schritt näher ran an Mercedes. Okay, mit einer Sache habe ich nicht gerechnet. Es regnet. Stark, dann weniger stark und dann gar nicht mehr. Auf ein gutes Rennen. Gott, oh Gott. Ich bin komplett unvorbereitet. Leute, was ist hier los? Oh. Grosjean macht da die Bahn dicht. Magnussen auf der Außenseite. Oh, Massa verliert da ein Flügelteil. Wie kann man auf der Strecke nur ein Flügelteil verlieren? Verstehe ich gar nicht. Das würde mir nie passieren. Und gerade da leicht mit Magnussen zusammen. P10 aktuell. Junge, was geht ab? Muss tatsächlich sagen, ich finde, der Regen sieht hier echt nice aus. Oh, auch noch mit Sonne. Wenn da jetzt noch ein Regenbogen gewesen wäre, wäre alles top. Hätte man es auch aus physikalischer Perspektive alles richtig gemacht. Oha. Ja, wir robben uns langsam an Felipe Massa ran. Das war eng. Verliere ich jetzt Zeit zu Magnussen? Ja.
Kommt er vorbei? Er ist auch im Rückspiegel zu sehen. Ist direkt hinter mir. Um Level 12. Ja, normalerweise, wenn er das sagt, ist man relativ deutlich in den Top 10, aber hier ist es auf jeden Fall mal einen Kommentar wert. Ach stimmt, Massa hat einen Flügelteil verloren, deswegen ist er da so langsam unterwegs gewesen. Ja, aber auch hier merkt man, er verliert zwar Zeit, aber nicht so deutlich gerade, ne? Also nicht so, dass ich auf Anhieb eine Sekunde gegen ihn rausfahre. Pro Sektor. Und an jeder x-beliebigen Stelle angreifen kann. Auf geht's. Oh Mann, Felipe Massa ist echt langsam. Das ist unfassbar. Komm schon. Muss hier durch. So, Felipe Massa. Hier kommt er sehr langsam raus. Da kann man angreifen. Da sind wir durch. Sehr schön. Abfahrt. So. Jetzt ist die Chance da, Zeit gut zu machen zu Romain Grosjean. Ich hoffe, dass ich es auch hinbekomme. So, mit freier Fahrt haben wir jetzt im ersten Sektor mal 4 Zehntel rausgeholt. Im zweiten Sektor eine gute Sekunde. Ich bin trotzdem weit langsamer als Lewis Hamilton. Der ist aber auch schneller als alle anderen im Feld. Und in den S-Kurven kann man, wenn man ein bisschen das Heck tänzeln lässt, sehr, sehr schnell fahren kann. Ich finde, du solltest in die Box kommen zum Reifenwechsel. Okay, let's go. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob unsere Reifen zu den Bedingungen passen. Er hat gerade gemeint, in 2 Minuten würden die Bedingungen wechseln. Let's go, machen wir. Intermediates. Ich habe nicht viel zu verlieren. Nach Sektor 1 war ich aufgrund des Boxenstops 18.3 hinter meiner PB. Oh, Sepp ist an der Box. Wie ist es jetzt? 16.9. Boah, wir haben... Sebastian ist in der Boxengasse. Im Direktvergleich 1.4 gut gemacht. Also, Jeff blind zu vertrauen hat sich voll gelohnt. Krass. Jeff war mal hilfreich. Crazy. Hui. Alter. Ey, damit können wir direkt Grosjean undercutet haben. Weil das wird auch in Sektor 1 schon schneller gewesen sein, der Reifen mit Sicherheit. Und in Sektor 3 jetzt halt auch. Das heißt, wir haben locker 2-3 Sekunden gut gemacht. So 16.9 und 16.4. Eine halbe Sekunde noch. Also über 2 Sekunden dürften es, glaube ich, gewesen sein. Bro, ich bin vorbei an Sepp. Aber jetzt hinter Ricardo. Was ist jetzt passiert? Warum ist Ricardo vorne? Sepp, was passiert? Warum bist du so weit hinten? Sind durch. Leute. Hat funktioniert, Alter. Diese Strategie hat unfassbar gut geklappt. Was ist das denn Geiles? Ey, Jeff, Ehrenmann. Okay, in dieser Runde scheinen die Wets aber auch wirklich, wirklich nachzulassen. Oh mein Gott, die sind ja komplett außerhalb des Arbeitsfensters jetzt. Da macht Wehrlein fast schon Platz wie beim Überrundetwerden. Da sind wir vorbei. 1,8 in meiner persönlichen Verbesserung. Huiuiuiuiui. Immer das Heck müssen mittänzeln lassen. Das macht Spaß. Und irgendjemand ist noch weitergefahren, glaube ich. Warum fährt man jetzt im Regen noch weiter? Also in dem Regen. Keine Ahnung. Oder ist da schon wieder jemand raus? Ist das Lewis Hamilton? Ja, okay, die Mercedes sind schon auf Inters und vor uns. Alter. Ja, mal schauen, ob ich Bottas noch kriege. Ich habe 7 Zehntel im Delta. Lewis Hamilton fährt jetzt aber nochmal eine neue schnellste Runde. Ja, 55.9. Da komme ich um Himmels Willen nicht dran. Sepp ist gerade auch ultra langsam. Sepp war gerade noch, glaube ich, vor Ricardo. Der ist gerade vorbeigefahren und fällt dann jetzt zurück. Der ist nicht nur hinter Ricardo, sondern hinter dem Auto hinter Ricardo. Also, irgendwas ist da so, passiert. Der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 6,3 Sekunden. Ah, der hat einen Flügelschaden wahrscheinlich. Sebastian hat gerade
Mann. Sebastian an der Box. Also das Schöne für mich ist natürlich, dass ich den Abstand in der WM vergrößern könnte. Gerade gegen Sepp. Aber ist natürlich ärgerlich für ihn. 5,2 Sekunden zu Bottas. Ich hole da tatsächlich ein bisschen auf. Ne? Das ist nicht schlecht. Eine Zehntel ungefähr pro Sektor bisher. Ja, leider ist Valtteri Bottas in Sektor 1 eine Sekunde schneller. Ebenso auch Lewis Hamilton. Also die beiden ziehen gerade komplett davon. Auf dieser Strecke habe ich da keine Chance. Ricardo ist vorhin noch eine 57,8 gefahren. Jetzt Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Mal schauen. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Ja. Sie fahren mit 9 Intermediates. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,56,9. Oh, dann holt er sogar ein paar Zehntel auf. 4 Zehntel ist er näher gekommen. Oh, das wird ein interessantes Ding. Also vielleicht ist ein Podium drin. Oder vielleicht kann mich hier Daniel Ricciardo nochmal unter Druck setzen. Wir werden es sehen. Kurzer Zwischenstand nach ungefähr der Rennhälfte. Der Abstand nach vorne wird größer, der Abstand nach hinten wird größer. Aber so wirklich, was tut sich gerade auf der Strecke nicht? Also... Sieht so aus, als würden wir in Kürze wieder eine trockene Strecke haben. In Kürze ist es wieder trocken. Die Distanz zum Führenden beträgt 21,8 Sekunden. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 53,6 Sekunden. Lewis Hamilton hat sogar fast schon einen Boxenstopp-Vorsprung. Ich habe weit mehr als einen Boxenstopp-Vorsprung zu Sepp. Ja, im Endeffekt geht es jetzt gerade einfach darum, P3 zu sichern. Viel mehr ist in diesem Rennen nicht drin. Aber das ist halt natürlich auch schon deutlich mehr, als ich mir erwartet hatte. Nachdem ich bei Wet-Bedingungen ebenso gestruggelt habe wie im Qualifying. Also so wirklich viel mehr habe ich mir eigentlich nicht erhofft, aber... P3 ist schon mal nicht schlecht und ich glaube, Baku war halt eine historisch doch recht vom Schwierigkeitsgrad her schwierige Strecke hier in F1 2017. Insofern, das ist schon okay, wenn ich hier nur Dritter werde. Okay, so wie es aussieht, trocknen die Pfützen jetzt. Im Moment oh, aber man sieht. Definitiv noch die richtigen Reifen, aber Slick-Bedingungen werden sich bald einstellen. Ja, Regen hat komplett aufgehört. Jetzt ist nur noch die Strecke nass und bald geht's auf die Reifen, auf die Medium, nee, Softreifen, gelb markierte. So, damit wir da keine Verwechslungsgefahr haben. So Leute, wir haben eine alternative Strategie. Jeff möchte uns auf die Slicks schicken. Ist angekommen, bestätige. Und bereits bei seinem ersten Call hatte ich vollstes Vertrauen und das habe ich auch jetzt. Ab geht's auf die gelb markierte Mischung. Diese Runde rein. 11 Sekunden nach vorne mittlerweile und 4,5 nach hinten. Eieieiei, der ist ab jetzt auch aktiviert. Kein Zweifel, jetzt sind die Slicks definitiv besser und ich glaube beide Mercedes sind an der Box. Schade, wenn Bottas weitergefahren wäre, hätte es eventuell eine Chance gegeben, hier nochmal eine Position zu holen. So, Red Bull ebenfalls das mit den gelb markierten Reifen unterwegs. Abfahrt. Max Verstappen ist doch eine Runde draußen geblieben. Und Daniel Ricciardo, da haben wir ihn. Let's go. Ab ins Grande Finale. Das war unser letzter Boxenstopp. 11 Runden. Boxenstopps mehr geplant. Mit Softreifen. Und wir sind direkt dran an Sergio Perez. Und er geht einfach aus dem Weg. Ich weiß nicht, ob die... quasi einem wirklich aus dem Weg gehen wollen oder ob die Kampflinie fahren wollen und dann merken, ja gut, bringt nichts. Ich gehe zurück auf die Ideallinie. Gut, da gibt natürlich aber auch sogar ein bisschen Sinn. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel das simuliert, aber dann hat man ja durchaus auch etwas feuchtere Reifen bei einer sehr trockenen Strecke. Ist bei Intermediates sinnvoll, da mal kurz vor der Ideallinie abzuweichen. Oh, da war... lag da rechts ein Teil? Pascal Wehrlein hat gerade die schnellste Runde geholt. Okay. 10,7 Sekunden. Die Ordnung ist wiederhergestellt. Ricardo kommt leider gerade recht schnell ran. Auf Trockenreifen habe ich hier scheinbar wenig Chance. Zumindest rein pace-technisch. Da ist der Red Bull ziemlich flott unterwegs. Ja, mal schauen. Ich muss den dritten Platz auch irgendwie halten. Jetzt sind es noch 4 Runden zu fahren. Die erste Überrundung steht an. Eine neue persönliche Bestzeit steht im Raum. Sehr schön. Und wir haben 2,8 Sekunden Vorsprung. Ja, und Sebastian Vettel dürfte auch langsam aber sicher in Richtung Punkteränge kommen. Vielleicht bekommt er nochmal was Zählbares.
Lewis Hamilton nochmal mit einer schnellsten Rennrunde. Der hat sich bis zuletzt nochmal verbessert. Ja, gegen Mercedes war heute wirklich kein Kraut gewachsen. Daniel Ricciardo hinter mir, der hat es bis zuletzt versucht. Der ist rangekommen. Überholen wird er mich nicht. Den realen GP 2017 hat er hier gewonnen. Mit einem wahnsinnig schönen Manöver. Ich glaube, doppelt- oder dreifach Manöver war es sogar in die erste Kurve rein. Und Sepp könnte da noch irgendjemanden holen. Wir holen auf jeden Fall mal das Podium. Und oh, Perez ist raus. Okay, großartige Leistung. Wir waren wirklich P3. Großartig. Jawohl, Sebastian Vettel holt sogar noch 4 Punkte. Immerhin. Und Valtteri Bottas zieht an ihm vorbei. Wir haben unseren Gesamtabstand nach hinten sogar vergrößert von 31 auf 32 Punkte. Und zwar ist Valtteri Bottas jetzt der schärfste Verfolger. Ja, und Lewis Hamilton 64 Punkte dahinter. Mausert sich aber so langsam, aber sicher. In der KWM haben wir 54 Punkte Vorsprung. Ordentlich, 276 Punkte. Das nimmt ja fast schon Red Bull-Züge an hier. Wahnsinn. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Episode F1 2017. Wenn es so ist, gerne ein Däumchen da lassen, Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Tschüss.